Ich begrüße Sie herzlich aus der Endoskopie in Gera. Es handelt sich um eine 60-jährige Patientin, bei der im November vorigen Jahres ein distales Esophaguskarzinom, Adenokarzinom, diagnostiziert worden ist. Nach neoadjuvanter Chemotherapie wurde sie im März diesen Jahres operiert. Danach gab es Komplikationen mit Anastomoseninsuffizienz, Reoperation. Und seit Mai, Juni diesen Jahres wird sie in immer kürzeren Abständen ständig bouchiert, weil es zu einer Striktur im Bereich der Anastomose gekommen ist. Sie hatte auch schon mal einen Stent, der wurde dann im Juli eingelegt, temporär 6 Wochen. Und jetzt war die letzte Bouchierung in der auswärtigen Klinik vor einer Woche. Und jetzt kommt sie wieder rein mit Dysphagien. Sie sehen, dass der Ösophagus leicht distendiert ist. Und hier vor unten sammelt sich ein bisschen Flüssigkeit. Ich bin hier ungefähr bei 25 und das ist diese narbige Striktur im Bereich der Anastomose. Damals war das ein Stadium der Operation PT2 N0 L0 R0 G2. Das heißt, es gibt jetzt hier auch makroskopisch keinen Verdacht auf ein Lokalrezidiv, was man ja immer im Hinterkopf haben muss. Endosonographie haben wir jetzt nicht gemacht. Ich bin auch vorhin ganz schwierig durchgekommen. Diese Blutung, die Sie hier sehen, die ist bedingt durch meine Passage, die ich mit Druck hier dann durchgeführt habe. Ich werde es nochmal machen. Ich gehe jetzt nochmal langsam durch. Es ist leicht eng hier und hier kommt der hochgezogene Magen. Sie sehen, kleiner Widerstand. Jetzt bin ich durch. Jetzt kann man sich das nochmal von unten angucken in Inversion. Und in der Inversion sehen Sie auch, kein Hinweis auf Lokalrezidiv, kein Tumor, sehr straff um das Endoskop hier. Und unser Ziel ist jetzt eigentlich, eine Prothese einzulegen, die sehr kurz ist und mit einem hohen Dehnungseffekt. Und da hätten wir gedacht an den Lumen Opposing Metal Stent der Firma Boston, der 20 mm Axios, den wir auch nehmen für Gastroenteroanastomosen, wenn wir das endosonografisch platzieren. Aber das platzieren wir jetzt mit dem Gastroskop. Also wir nehmen den Lumen Opposing Metal Stent, der auf dem Trägersystem aufgebracht ist. Und das ist ja nicht wie bei der Endosonographie, dass man das jetzt konnektiert auf dem Endoskop, sondern wir lassen den Stent hier unter Sicht im Magen unten unterhalb der Anastomose frei. Das machen wir jetzt. So, wir lösen also die Arretierung. Und jetzt lasse ich die untere Tulpe lasse ich jetzt frei. Und dann wird das dekonnektiert hier oben. Dann lässt man die untere Tulpe unter Sicht frei. Man kann ja mal röntgen. So, jetzt lassen wir die untere Tulpe frei. So, und jetzt ziehen wir das System nach oben zurück, bis unterhalb der Anastomose. Gehe ich erstmal mit meinem Endoskop zurück und ziehe das. So, jetzt bin ich unterhalb der Anastomose. Und jetzt ziehen wir das noch ein kleines Stück nach oben. Ja, warte mal, Endoskop noch ein Stück zurück. Und jetzt kommt hier so ein schwarzer. Ja, genau. Diese schwarze Markierung an dem System muss oberhalb der Anastomose sein. Und da kommt jetzt gleich die zweite Tulpe. Halt so, Endoskop. Halt das Endoskop. Hier kommt jetzt gleich die zweite Tulpe. Noch ein Stück zurück. Okay, das ist genau richtig. Jetzt Endoskop noch ein Stück zurück. Noch ein Stück. Und jetzt lassen wir die zweite Tulpe aufgehen. Okay, das war's. Und diese Prothese, die sollte jetzt bis 2 cm sich eröffnen und dann als Langzeitdehnungseffekt die Struktur aufdehnen. Also das Ziel ist jetzt, dass diese Prothese etwa mindestens 8 Wochen liegen bleibt. Ich denke eher 12 Wochen liegen bleibt. Und nach 12 Wochen können wir die entfernen, in der Hoffnung, dass dann
eine Langzeitdehnung erfolgte. Sie sehen die Teile im Röntgenbild, die jetzt ungefähr 1 cm betrifft, aber die Prothese wird auf 2 cm aufgehen. Das war's kurzbündig. Wenn Sie weitere Videos sehen wollen, gehen Sie gerne mal auf unseren YouTube-Channel Interventionelle Endosonographie und andere endoskopische Interventionen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst.